Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der App Store. Hallo zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Händler, weil wir haben tatsächlich die zwei Sachen, einmal den Deutz und einmal den guten Frontlader mit draufgenommen. Und die Sachen werden wir uns jetzt auch kaufen. So, wir mischen hier einmal rein. Und dann parke ich hier vorne, weil dann stehe ich nirgendwo im Weg. So. Dann kaufen wir uns erstmal unseren Frontlader. Und zwar wird es ein guter. Okay. Jetzt ist nur die Frage, welcher. Ja, wobei, komm, lass den nehmen. Was geht bei dir ab? Ich habe hier gerade grün gefunden, das ist echt nicht schön. gibt's da. Ich suche gerade so ein Grün, das nicht so sticht. Ach komm, nimm mal Spaß. Nimm mal Spaß. Gibt's da ja auch ein Steierrot oder ist das Case Rot? Das ist dann Case Rot. Okay. Designfarbe. Braucht der einen Frontlader? Nee, braucht jetzt nicht unbedingt. So, aber Pflegebereifung, oder? Nee, würde ich ihm jetzt auch nicht unbedingt geben. Oder wobei. So scheiße, der schaut da gar nicht auf mit. Ja, ich war gerade nur im Überlegen, ob wir den dann über mit. Ja, wobei. Ich weiß gar nicht, müssen wir da dann ihn schon mit in. Was wir nehmen? Nee. Ah, komm, nehmen mit Pflegebereifung, weil dann können wir ihn auch zum Spritzen und so weiter hier nehmen. Zulassung braucht man nicht, ne? Das war jetzt gerade ein bisschen problematisch, weil das nicht so den gerade weggedrückt hat. Das war jetzt eigentlich schon nicht meine Absicht. Dann sollten wir mal eine Gruppe runter. Welche Zulassung soll ich nehmen? Deutschland. Schlagen, okay. Ja, wir sind die. Ja. Aber da reichen 91 PS, oder? Ja, der braucht nicht viel. Oder sollte ich gleich die 100 PS Variante nehmen? Nee. Weil der muss eigentlich nur hauptsächlich die Spritze ziehen. GPS? Das sieht ganz gut aus. Brauchen wir nicht. Frontlader? Ja, doch. GPS würde ich ihm auf jeden Fall. Nee, brauchen wir gar nicht, weil wir haben es ja mit VCA. Ja, eben. Das müssen wir auch irgendwann runterschmeißen. Aber ich nehme Frontlader mit dran, oder? Allö, hast du. Ja, Quickie halt. Ja. Dann nehme ich den Allö-Frontlader noch dazu, oder? Ja, wir können uns dann auch mal gucken, wie ist das hier? Das hier, genau. Der hier. Also gut, eine Runde. Oha, die Runde war nicht jetzt da auf der falschen Seite. Da wird mich flöschen von Säure. So, Pflegebereifung 40 km/h Variante. Ding. Rundumleuchte links, Trelleborg. Normales Grün. Warte mal, warum das nicht? So, ich fahr jetzt mal wieder zum Hof. Ich weiß nicht, sollen wir uns dieses Bodenprobengerät mieten oder kaufen? Kaufen. Also, wenn du mal kurz nachgucken, was kostet. Oder kostet es viel? Ja, 15.000. Senfgelbe Reifen. 15.000 kostet das Teil. Ne, 17 sogar. Und der Miete halt 800. Ich weiß halt auch nicht, ich kauf den jetzt. Wie oft wir das brauchen. Ach komm, scheiß drauf, ich kauf's mit. Wenn wir schon Geld raushauen. Oh, da steht er. Oder die zwei Sachen. Wie kostet das? 17, ja. Okay. Ja, ich hab's schon gekauft, steht schon hier. Hat der auch? Oh, der hat Simple IC. Das? Hallo? Ah, jetzt hat's. Oh ja, der ist wirklich schön. Fenster gehen auf. Muss man sagen. Was geht denn hier auf? Dachluke, oder? Ja. Ah, Dachluke, ja. Das ist das wunderschöne Schmuckgeteil hier. Ein Isaria Scout. Also irgendwie nach irgendwas ein Snowrunner an, aber gut. ja, zack. So, dann fahren wir mit unserem Stern. Müssen wir noch irgendwas vom Händler mitnehmen, beziehungsweise ich? Nee, ne? Boah, der hat sogar Licht innen drin. Brauchen wir noch irgendwas? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Oder haben wir. Ah, mein Frontlader-Werkzeug, Sachen. Brauchen wir eine Palette? Ja, das ist ja gleich nicht schlecht. Aber bei komm, das ist jetzt wurscht, das kann ich dann später auch noch, wenn wir es brauchen, kaufen. So, jetzt kann ich mal die Gruppe wieder umschalten hier. So.
Weißt du, wie schnell läuft denn der? 43, oder? Ja, sowas. Ja, okay. Passt ja. So. Warte mal. Aber noch jetzt hat. Bauen wir die volle Geschwindigkeit aus hier. Ich muss mal gucken, ob ich die. Na, Frontlader. Ja, wobei. Muss mal gucken, ob ich es vielleicht die Hauptfahrer jetzt kann. Kacke Motorsand hat er nicht, aber scheiße laut ist er. Ja, okay, aber das ist ja normal. Die Älteren sind nicht alle so leise. Nee, nee. Aber ich habe jetzt hier noch einen Red Bull von gestern. Ich weiß nicht, ich habe es einfach vergessen auszutrinken. Shame on me. Ey, ich probiere das jetzt, ne? Ich musste die Lautstärke runter machen. Das ist zu laut. Oh. Also schmeckt noch süß. Aber. Nee. Ja, aber gewöhnungsbedürftig, ne? Gewöhnungsbedürftig, soll man so. Außer. So. Ja, das Ding ist, den Thema Precision Farming haben wir uns halt nicht vorbereitet, ne? Also wir starten hier komplett neu in das Ganze rein. Wir probieren es mal ein bisschen aus, wenn wir halt komplett reinscheißen, dann müssen wir ein bisschen nachgucken. So, warte, man muss mal Front. Oh, der Deutsch geht ganz schön ab, du. Ja. Ist auch ein Deutsch, ne? Warte mal, ein bisschen runterschalten hier. Bodenproben entnehmen. Bodenprobengerät aufklappen. Oha. Oh ja, da geht schön hoch drauf. Oha. Warte mal. Ja. Max wäre nicht kaputt, das brauchen wir noch. Oh, die geht wieder so langsam. Und mir ist ein grüner Kreis. Hm, was ist? Ich klappe jetzt mal zusammen. Bist du gerade von Aliens hochgebeamt oder was? Keine Ahnung. Ah, ne, das muss er da hinten ran. Ich nehme mal gleich beim einen Feld Bodenproben, okay? Ja. Wenn's geht. Müssen wir ja. Oh. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, weil wir müssen das ja an ein Labor abschicken. Die Frage kostet ist, was? Erstens das, und die andere Frage ist, wie lange dauert es, bis wir die Ergebnisse kriegen? Okay. Das ist ja das andere. Also die Leute, die wahrscheinlich mit Precision Farming schon ein bisschen länger auseinandergesetzt haben, werden gerade lachen. Klappt das Teil einmal auf. Ja. Warte mal, wo hast du die Ballengabel hinkauen? Hinten, lass mich mal ganz kurz in den Diesel einsteigen. Ja, bin draußen. Das ist ein Johnny. Aua. Oh, schon keine Dusche. Ah, da hinten, oder? Ah. Da. Fein, fein. Aber, oh Gott, oh Gott. Ei, da war vielleicht, oder? So. Zack. Machen wir sie dran. Einklappen hier die Spieße. Ja. Also muss ich noch den Ballenwagen da rausholen. Weil ohne den wird es wohl problematisch werden. Also ich habe ein bisschen eine zu große Version genommen. Ich weiß es nicht. Oder was meint ihr? Ich glaube, die ist ein bisschen zu groß. Ja, okay, ich lasse ihn jetzt erstmal dran, den werde ich dann vielleicht irgendwann umändern. Warte, warte, ich muss ja hier rein. Jo. So. Jeden Detail. Ich weiß es nicht. Da fragst du den Falschen. So, ich hoffe, ich kann es anhängen. Ja, geht, wunderbar. Kurz Panik gehabt, weil es gab schon mal manche Momente, wo nichts an das Gewicht angekuppelt wurde, sondern unten an die Anhängkupplung. Und ja, das endet ja schwierig. Ende dann nicht ganz so wunderbar, ne? Wo bist du denn gerade? Ah, da hinten. Warte mal, ich pack den Hänger hier hin. Steht auch noch schön in der Ebene. Aufklappen. Ausfahren. Ich hab schon 5 Bodenproben und 23 sind an der gleichen Stelle. War das? Warte, ich hab 5 Bodenproben und 3 davon sind an der gleichen Stelle. Wow. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Jetzt muss ich ja mal hochsprinten. Wir müssen gerne mal angucken. Oh, das ist echt ein bisschen laut. Aber geht. Haben wir dann auch gesehen, ne? Ja, ich weiß jetzt, was ich dazu sagen muss, ich weiß jetzt gar nicht, wie oft man die Bodenproben ziehen muss. Muss man jetzt sie nach jeder Ernte ziehen? Ich glaube schon wahrscheinlich, ne? Nee, das nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, sehen wir da. Sehen wir im Laufe der Folgen, wie das Ganze entwickelt. So, die machen wir wieder zu. Oh. So. Und dann können wir die mal auskloppen. Oh. Wenn die jetzt schon. Warte mal, stopp. Kurz gucken. Oh, nee, ist das. Okay. Alles gut, hab's rausgefunden. So, zack. Na, da unten liegt nur einer. Aber ja, da scheint. Ich hab gar nicht so. Schau nicht so optimal aus, weil er ist echt ein bisschen zu lang. Geraten, muss man sagen. So, uiuiuiui. War ein bisschen zu schnell in die Kurve. Ich muss hier mal ein bisschen runterschalten. Wahrscheinlich so. So, ich weiß jetzt nicht, aber ich habe 12 Bodenproben. Hm. Wie viel passen da überhaupt rein in das ganze Teil? Ist so meine Frage. Wenn ich mir das jetzt vollballern bis zum geht nicht mehr und dabei kommt dann so, ja, es gehen nur 3 oder so. Jetzt so meine Frage. Keine Ahnung, 12 drin sind drin. Hm. Bodenproben zum Analysieren senden. Dreieck. Ja, drück einmal. Die entnommenen Proben werden nun in ein Labor gesendet, um diese zu analysieren. Die Ergebnisse werden bald auf der Bodenkarte angezeigt werden. Also gekostet uns hat es uns glaube ich nichts. Also ich habe auf jeden Fall nichts gemerkt, dass uns irgendwas abgezogen worden wäre. Ich habe keine Ahnung. Beim ersten Feld bin ich fertig. Packen da wieder drauf. Na, die können wir noch ein bisschen schöner hinmachen, ja. Bisschen schöner, mache ich einmal ein bisschen drüber. So, und Z. Ja. Schaut gar nicht mal schlecht aus. Dann machen wir da direkt Spango drüber. Ja, das kann man machen. So, das nächste Feld auf Stub entnehmen. Mhm. Dann müssen wir das auch mal sehen, wie das geht, ne? Oha, jetzt muss ich mich beeilen. Ja, oh. Ah, das hat doch was gekostet. 1200 Euro. Eieiei. Oh, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das was kostet, wenn man gleich mehrere schickt. Ob das mehr kostet oder weniger. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie viele Bodenproben. Ne? Wenn du jetzt nur eine Bodenprobe sendest, dann kostet wahrscheinlich auch dementsprechend weniger. Würde ich jetzt mal vermuten. Oh.
Aber Flo? Hm, ja. Das. Naja, wie soll ich sagen? Drei davon waren an der gleichen Stelle. Die im Labor werden sich auch denken, okay, meint er das wirklich so? Ja, egal, wir analysieren es. Hallo, ne? Sag mal, wir haben jetzt was gezahlt dafür. Sieht man jetzt das eigentlich schon? Warte, ich kann mal nachgucken. Doch, sieht man. Oha! Hm? Die sieht man jetzt schon. Ah, stimmt, ja. Also, es sind 0, also im roten Bereich, also ganz schlecht. Und was? Stickstoff pro Hektar, wir sind. Stickstoff ist ja Dünger, oder? Wir müssen es öfter proben, weil da steht veraltete Daten. Nee, veraltete Daten sind ja nur, wenn es schwarz ist. Ja, das genau. Ist, also müssen wir öfters Bodenproben nehmen. Also, ja, also, so meinst du es, ja. Ja, genau. Ja, okay, das heißt. 1,25 passt. Ja, aber da müssen wir auf jeden Fall. Also, wir müssen auf jeden Fall. Also, gut, wir sind im sandiger Lehm. Bisschen in lehmiger Sand bei Feld 1 und in Lehm. Okay. Aber Zwischenfrage, was willst du, also von Dingen, weil man sieht, wenn du Stickstoff gehst, da siehst du, wie viel Kilogramm auf dem Hektar drauf sind. Ja. Wenn 200 Kilogramm pro Hektar, kann man das sprich dann überdüngen oder ist es im grünen Bereich oder ist es nur gut? Ich weiß es halt nicht, ne? Stickstoff ist theoretisch, also Stickstoff ist eigentlich bloß Gülle. Ja, wir haben keine Gülle. Also wenn wir Kunstdünger hinhauen. pH normal ist schon. pH ist ja dann Kalk. Im Prinzip, oder? Ja, pH ist Kalk. pH ist Kalk. pH sind wir. Ja, im Guten, sagen wir. Das Problem ist. 6,6 sowas. Wenn wir bei 18 haben einen sauren Boden. Kriegen wir so gut wie keinen Ertrag. Also wir dürfen das nicht überkalken. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Und. Ja, Boden. Ich weiß, Lehmboden ist eigentlich immer schlecht. Naja, Lehmboden ist direkt nicht immer schlecht. Ja. Lehmboden ist eigentlich gar nicht so scheiße, weißt du warum? Die Frucht hat immer Saft. Also, ja, okay, stimmt. Im Gegensatz zu einem riesigen Boden. Aber wir müssen doch hin. Sandiger Boden ist scheiße, okay. Da wächst so gut wie gar nichts. So, warte mal, ich verlade jetzt hier mal weiter. Muss man sagen, es macht echt Spaß, ne? Naja, man muss sich halt damit auskennen, ein bisschen. In Real Life halt auch. Ja, jetzt, ich glaube, man kann sich da eigentlich schon reindenken. Also man hat jetzt so. Oh Gott. Ich hab doch eigentlich. Ja. Hat jetzt gerade keine. Also man gesehen. Hat jetzt noch null Ahnung von irgendwas. Ja. Und heißt, keine Ahnung. Hey, das, ja. Aber ich war dann mal nicht am Rückwärtsgang drin gehabt. Flo, ach, jetzt ist der Gegner. Also ganz ehrlich, aufladen kann ich besser, wenn er jetzt gegen Hänger gedonnert ist. Ja, nee, das lag daran, weil sobald ich ins Menü reingehe, geht beim Traktor wieder automatisch der Vorwärtsgang rein. Deswegen habe ich vielleicht die Ballen runtergeschubst, aber nur die drei, was ich gerade draufgestellt habe. Die anderen sind alle drauf. Alles gut. Profi. Oh Gott, das sieht echt so ungesund aus mit dem Frontlader. Eieieiei. Was ist? Ich habe einen zu großen gekauft und der steht jetzt einen halben Kilometer vornüber. Also meine Ansicht ist, er zu groß. Weil die Farm ist die Bahn hier ganz drüben ran. Dann schaue ich mir das ganze Spektakel da mal an bei dir. Weil ich habe ja noch nicht gesehen. Z? So, jetzt aber. Rückwärtsgang. Ist, ach ne, jetzt hat er die aufgenommen. Okay, und jetzt schnell raus. Also, für meinen Geschmack ist er ein bisschen zu weit vorne. Oder was sagen Sie dazu? Ja, der Teil hier, da wollte ich mir jetzt gerade den Kopf anstupfen. Aua, 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 aua. Du hast mich aufgespießt. Nee, das war. Nee, aufgespießt hätte ich noch nicht, aber jetzt war nah dran. ja, der steht, ist ein bisschen zu lang. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Ja, das muss ich dann offline mal ganz kurz ändern, es kriegt dann keiner mit. Liegt da schon wieder. Ah, da unten liegt noch ein Ball. Da oben liegt auch ein Ball rum. Gut. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn der Ballwagen voll ist, dann würde ich den erstmal daheim abladen. Das Ding ist halt. Das sind ja eigentlich.
Wir sind nur fünf. Wir sind, das Feld ist nur 2 Meter von unserer Hochwertfahrt entfernt. Wir laden es auf den Ballenwagen, um es danach am Hof wieder vom Ballenwagen abzuladen. Ja, schwierig. Aber das Ding ist, warte mal, haben wir überhaupt einen Platz für die Dinger? Ja, du. Weil ich fahr mal zum Hof rüber, beziehungsweise ich lauf da. Bei den Kälbchen ist doch so ein kleiner Unterstand. Ich glaube, da passen die gut rein. Ich fahr da mal rüber. Ich guck mir das Ganze mal an hier, ob wir noch irgendwo einen Platz haben für die Teile. Vorsicht, da habe ich irgendwo den Deutsch hingefahren. Ja, der steht auf der Seite, da komme ich nicht dran. Den streife ich nicht. Ja, hier kann man es nicht hinstellen, das ist Werkstatt. Die Halle ist. Ballenlager ist das hier auch nicht gut. Warte, was haben wir da hinten eigentlich? Muss ich dann nochmal ganz kurz hinfahren? Oder ist das irgendein Stall? Weiß ich halt nicht. Ach ja, genau, da hinten haben wir noch einen Unterstand. Mhm. Habe ich gerade auch entdeckt. Nee, hier ist. Nee, hier ein relativ hohen ist sogar. Ich glaube, da können wir die reinstellen. Hier bei den Kelchen kann man die echt. Naja, wobei, da wird's gehen. Warte mal, fahr mal dahin, wo ich jetzt dann bin. Ja, also ich habe einen Punkt, also bei dem kleinen Stall direkt bei unserer Hofeinfahrt. Also bei der unteren, da könnte fahr man sie bei hinstellen. Der Hofeinfahrt raus. Ja, mache ich gerade. Da hinten, ja, den habe ich auch vorhin gerade gesehen. Aber, der wäre gar nicht schlecht. Aber gehört der noch zu uns dazu, oder? Wenn wir den extra kaufen, ich weiß es halt nicht. Muss ich ganz kurz nachgucken. Gehört uns. Aber oder der ist Betonzeugsel hier. Gehört der noch? Ja doch, der gehört noch uns. Aber dann würde ich ehrlich gesagt das Stroh und so weiter hier rein tun. Ja, und hier unten dann halt noch Gerätschaften oder so weiter. Mhm. Ja, aber nicht so reinstellen, sondern ablegen, gell? Ja, ja. Mit der flachen Seite nach unten. Mhm. Weißt du warum? Weil dann würde ich auf der einen Seite Heu machen, Heu, ja, genau, und auf der anderen Seite Stroh. Mhm. Und hier dann so Silageballen oder sowas. Flo? Also, wir brauchen einen Skorpion. Oh, yo. Da können wir da richtig voll machen, die Luzi. Mhm. Wie viel kostet so einer? Oh, ja. Da war also, soweit ich weiß, war der beim 70.000 Euro Bereich, glaube ich. 100.000 Euro. Oh. Also wir könnten uns kaufen, aber dann sind wir so gut wie pleite und ja, schwierig, ne? Schwierig. Wir können auch einen Kramer kaufen, aber der kommt halt dann nicht so weit. Ja, nee. Und der kostet auch 60.000. Oh. Oder wieder den E-Hoftrack. Ja. Den guten alten E-Hoftrack. So. Bin ein bisschen zu langsam unterwegs, dann muss ich ein bisschen schneller machen. Das Ganze schon. Wenn ich wieder auf die Gabel raufgezogen, was wir eigentlich vermeiden wollen. So, Rückwärtsgang rein und weg. Ach komm, du bist wieder verarscht in die Alter. So, wir machen gleich Rückwärtsgang rein, fahren ein Stück zurück, drücken Z und direkt zurückfahren. Oh, Halleluja, das hat geklappt. Heieieiei. Wo stellen wir denn die Beinpresse hin? Haben wir denn Kercher? Ich glaube nicht. Es ist seit langem, dass wir einen Kercher vergessen haben zu platzieren, ne? Kercher war bis dato immer als erste, was gekauft wurde. Zack. Warum haben wir so komische Gentier-Basis? Halle mit RTK-Basisstation? Das ist für ein Dingens. Das ist für Precision Farming. Aber warum ist das von Gentier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Entweder. Ja, okay. Vor allem, wir haben ja auch nicht die Tragbaren mit drauf. Was meinst du, die Tragbaren? Kercher. Ach so. Nee. Nee, aber der hat da auch immer Probleme gemacht. Dass er plötzlich unsichtbar war und. Ach. Ach ja, das. Ich kann ja halt aber auch nirgendwo platzieren. Ah, wir müssen noch, glaube ich, Dingens aktivieren. Überall platzieren bei Global Company. Kann das ich machen? Ich bin rausgetappt. Ja, nee, das ist dann falsch. Nee, ich weiß es tatsächlich gar nicht.
Ich guck gleich, warte. Ah, wir Global Company überhaupt mit drauf. Ja, ja, wir haben's auf jeden Fall mit, haben wir mit drauf. Einstellungen wow. Hinter. Wir bereit platzieren, aktivieren, doch kann ich sogar. Ha. Es war, ja, bei mir war es schon an. Das muss nämlich jeder, soweit ich weiß, selber machen. Ach so. Deswegen. Nope, kann ich trotzdem nicht platzieren. Ja, wahrscheinlich. Warte mal, ich guck mal, ob ich platzieren kann. Aber wahrscheinlich, wenn schon du nicht platzieren kannst, dann kann ich wahrscheinlich auch nicht platzieren. Ich hätte halt dann hier vorne in der Hofeinfahrt platziert. Nee, ich kann ihn da auch nirgends platzieren. Ja, weil es der Boden ist, da wo. Ja, wo dann nicht platziert werden kann. Wo hast du das gemeint? Lauf mal dahin. Bei den Kühen da drinnen, warte. Warte, seh dich. Warte. Ja. Hier irgendwo. Hier an die Ecke. Mhm. Warte mal, kann man. Ja, hier da? Stört er den Kühen nicht wirklich so. Hier kann man hinpacken. Da bei diesen roten Fässern. Roten, genau, blauen Fässern. Ich pack den da mal hin. Ja. Also da konnte ich ihn halt platzieren. Wo ist er denn jetzt? Da bei den blauen Fässern, wo der Deutsch steht in der Nähe. Bisschen davor. Ah, da! Ja, da hat er. Boah, der passt ja voll gut rein. Hier sieht man gut wie null. Wahrscheinlich werden wir dann vorbeifahren. Ich sehe schon kommen. Oh Mann. Aber ja, wie war das mit dem Kerl auf der Gemeinde gerade? Flop! Oh. Und der Boden, der. Ich hab den gerade weggeschossen. Egal. Aber wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und Kirsch auch kein sind. Und den roten Knopf drauf, wir haben feinerlich getan. Glocke aktivieren, wenn ich. Wenn ihr nichts mehr verpasst, das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store für Heide und bis dahin wünschen wir allen einen wunderschönen restlichen Tag und macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.